Ja, hallo liebe Leute, ich habe mich hier willkommen zu einer weiteren Folge vom Schamanen-Let's Play. Jo, man sieht mich hier unter meinem Rock gerade. Wir haben letztes Mal im Jadewald hier aufgehört und werden auch jetzt noch ein bisschen weiter so als Heal-Schamane gerade vor uns hin questen, beziehungsweise werden uns nebenbei wieder für einen Dungeon anmelden. Allerdings schauen wir uns natürlich als erstes wieder all eure Briefe an, die ihr mir geschickt habt, und haben natürlich sonst auch jede Menge Themen noch mit am Start, auf die wir gleich noch eingehen werden. Ansonsten, wie immer, wenn ihr hier direkt Fragen stellen möchtet im Let's Play halt zu was für Themen auch immer, könnt ihr das jederzeit gerne machen. Einfach hier auf dem Server Rexar bzw. Aleria an den lieben Galadro ein Briefchen schreiben auf Seite der Allianz, oder? Ja, so Horde. Ich glaube, ihr könnt mir auch von Horde rüber Post schicken jetzt mittlerweile. Ich weiß es gar nicht. Ich tippe mal durch Cross-Faction Play, aber egal. Ich versuche nicht mal das auszusprechen. Frage. Hey, Schiam, ich habe eine Frage. Ich will die Artefaktwaffen für den Gleichgewichtsdruiden holen und bei der Quest auf den Spuren des Fluchs buggt bei mir der NPC. Bug mit B-U-G, bei mir der NPC. Sobald ich die zwei Todesräter getötet habe, die vor dem Lager sind, läuft er nicht mehr weiter, sondern folgt mir die ganze Zeit. Habe auch mehrmals die Quest neu gestartet. Da ist ein W drin und da gehört ein U rein. Ich bin jetzt Rechtschreiblehrer. Und auch das Game mehrmals neu gestartet. Bin auch zu dem Lager gelaufen, hat aber auch nichts gebracht. Hoffe, du kannst mir da helfen. Ich habe das letzte Mal, dass ich diese Quest gemacht habe, ist als Legion gerade rauskam. In dem Sinne weiß ich es gerade überhaupt nicht mehr. Ich glaube, ich weiß schon, wo du bist, da in Dämmerwald, in diesem Haus drinnen. Aber ich weiß nicht, ob da aktuell Fehler auftreten seit Patch. Ich habe es schon mal gehört, aber ich glaube im Stream. Ich weiß nicht, ob du das gefragt hast. Und ich weiß auch nicht mal, ob es dieselbe Quest war. War nur irgendwie in Verbindung mit Artefaktwaffe. Ansonsten, ich weiß nicht, ich müsste den Questnamen und so weiter wissen. Du könntest sonst auf Wowhead danach suchen, nach dem exakten Questnamen, und dort im englischen Kommentarbereich schauen, ob es vielleicht aktuelle Bugs mit dieser Questreihe gibt. Aber normalerweise soll es funktionieren. Ich kann mir aber nicht mehr erinnern, was genau da überhaupt abging. Musste man dann nicht selber einfach weiterreiten und der ist dann einem gefolgt oder so? Oder ist er vorausgelaufen? Ich weiß nicht mehr. Vielleicht hat er sonst irgendwer gerade diese Quest für den Gleichgewicht, also für die Eule gemacht. Vielleicht könnt ihr ja sonst in den Kommentaren reinschreiben, ob es da gerade irgendwie Fehler gibt oder ob man das irgendwie anders machen muss. Und da funktioniert gerade was nicht. Hefty, Rückentransmog. Hey, Schiami, wie kommt man schnell deinen schwarzen Drachenschuppen-Rucksack? Du müsstest halt die Visions aus Patch 8.3 freischalten von Battle for Azeroth. Dazu schaust du dir am besten mein Video an, was man machen soll, wenn man neu auf Stufe 120 ist. Da ist nämlich noch das BFA-Video. Da siehst du, wie man Visionen freischaltet und danach Visionen farmen ohne Ende, solange bis du genug von den Materialien zusammen hast, damit du dir den Rucksack kaufen kannst. Wie bekommt man das Grabstein-Teamok bei den Ventia? Da gibt es entweder über den Gluthof 1, das ist das Spezialevent als Ventia, was man halt machen kann, wenn man das in der Ordenshalle ausgebaut hat. Es gibt einen, wenn du ehrfürchtig bist, bei der Ventia-Fraktion, also wie heißt die nochmal, Hof der Nacht, glaube ich. Wenn du dort ehrfürchtig bist, kannst du einen kaufen. Dann gibt es nochmal eine Special-Fraktion für Ventia selber, falls es nicht gerade die war. Ich bin mir gerade sicher, es gab zwei von Fraktionen zum Kaufen und den letzten Grabstein, den kannst du einfach kaufen in der Klassenhalle selber. Wie kommt man in solchen Rucksack, den über eine Quest ist, nur für Maldraxxus? Das ist nicht nur für Maldraxxus, den solchen Rucksack, ich weiß schon welchen du meinst, kann ich sonst hier auch gerade zeigen. Da sehen wir sonst eh die anderen Umhänge auch nochmal gerade. Achso, das ist alles nicht für mein Level gerade, wie es aussieht, aber ich kann euch das sonst zeigen, interessiert sicher den einen oder anderen. Was er gerade meint, sind einmal diese Grabsteine, die man halt im Rücken befestigen kann. Die sind nicht allesamt, wie gesagt, relativ einfach zu bekommen. Dann gibt es einmal den, der droppt von Blubberblut aus Maldraxxus, das ist einfach ein Drop von dem Rare Mob, ganz normal. Dann meint er einmal den schwarzen Rucksack, sehen wir den hier gerade nicht, oder war der schon vorne irgendwo mit dabei? Da ist er, genau. Das ist auch einer meiner Lieblinge. Den gibt es, wie gesagt, über die Visionen in Battle for Azeroth. Müsste man den noch farmen, das dauert ein bisschen länger. Den hat man nicht allzu schnell. Den letzten Rucksack habe ich selber noch nicht, was du gerade meinst. Das ist der hier, der Eindämmungsrucksack. Den gibt es von dem Rare in Maldraxxus. Kann man hier sonst nochmal zeigen, versuchen gerade. Ups, wo sind wir an? Maldraxxus. Das ist hier unten. Da kann man diese verschiedenen Rares beschwören. Und den, den du willst, ist hier der Öliger Invertebrat oder so. Keine Ahnung. Den kannst du hier einmal beschwören, indem du da musst du so Farben reinschmeißen von den Blobs. Und da musst du 10-mal gelb, 10-mal blau, 10-mal rot reinschmeißen. Und dann kommt der im Endeffekt raus. Und dann kannst du täglich dein Glück probieren, ob dieser Rucksack denn nicht droppen möchte. Ansonsten Vranira, Paktsets. Hey Schiami, wenn ich mit meinem Druiden das Lederset vor den Nachtweh freigeschaltet habe und Ruhm und so habe, kann ich auf meinem Jäger das Kettenset morgen? Nein, die musst du alle einzeln freispielen. Wie komme ich an den Wappenrock der Blutritter? Ist eine Questreihe, die ist jetzt momentan in Orgrimmar anzunehmen, so ab Level 30, 25, 30 um den Dreh an. Dort, wo Saurfang oder halt
wo er früher drinnen stand. Wer steht da jetzt drin? Rockern, glaube ich. Oder Sylvanas und so weiter, was halt früher als Warchief drinnen stand. Da ist auf der rechten Seite so ein Paladin-Lehrer und da kannst du dann die Quest annehmen und musst dafür heutzutage nur noch in die Schwarzfelstiefen. Dann nochmal, selbe. Hey Shyam, ich habe noch eine zweite Frage bzw. Anliegen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mal eine Videoreihe zu den Jägerpads machen würdest bzw. hochladen würdest. Ich kenne noch das Pad-System aus Classic. Gibt es immer noch gute Pads oder schlechte? Kannst du einen kurzen Überblick geben, welche Pads für welches Spec gut sehen und welche im BVE und welche im BVP? Es gibt nicht mehr allzu viel Unterschied bei den Pads. Es gibt ein paar Pads, die eignen sich für gewisse Dinge besser als andere. Dafür gibt es die Webseite Petopia. Da kannst du einfach generell alle Pads durchschauen und welches Pad welche Effekte hat. Ansonsten für PvE ist es relativ irrelevant, wenn ich mich nicht täusche. Für PvE maximal eben ein Pad mit Kampf raus oder sowas. Da müsstest du dann wie gesagt auf Petopia schauen, je nachdem was du für ein spezifisches Pad haben willst. Im PvP willst du irgendeins mit Mortal Strike und am besten Freedom mit dabei. Die beliebtesten sind da gerade die Untoten-Pads, weil es halt weniger CC gibt. Der einfach Untote-Pads hat noch funktioniert. Da sind zum Beispiel der Raptor aus King's Rest. Wenn man den Endboss zum Beispiel in King's Rest in der Instanz aus Battle for Azeroth macht, ab 60%, wenn man den Boss hier hat, dann beschwört er so einen Raptor, den kann man zähmen und den habe ich mir zum Beispiel geholt für den finanzieren. Pet-Videos habe ich schon mal überlegt. Habe ich sogar schon in Battle for Azeroth angefangen, zahlreiche Pet-Clips aufzunehmen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben. Ist das was euch unbedingt interessieren würde, dass ihr jetzt sagt, ihr möchtet gerne sehen, wie man die ganzen spezielleren Pets bekommt. Jetzt die ein bisschen einzigartiger sind. Da gibt es ja mittlerweile auch schon gefühlt 100 bloß, die man sich allesamt fangen kann und die man sammeln kann. Weil sie haben ja schon mal in dem Interview gesagt, dass sie vielleicht mal in Zukunft so ein Sammelding einfügen, wo man halt die Pets dann einmalig collectet und dann die vielleicht in Zukunft dann einfach da drinnen sind für immer. Also nicht wieder Stall, der limitiert ist, sondern halt quasi wie so ein Sammelinterface halt. Schauen wir, ob das irgendwann kommt. Aber könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob euch sowas interessiert. Dann haben wir hier noch einen Brief von Kamaitachi. Lieblingsrasse. Hey Shyam, meine Lieblingsrasse sind die Nachtelfen und Zwerge. Welche sind deine? Nachtelfen und Blutelfen. Glaubst du, die Rassen-Klassenkombination mit Dragonflight nicht mehr beschränkt sind? Sind nach wie vor beschränkt, aber es gibt ein paar neue, zum Beispiel den Tauren Schurken. Das wissen wir ja schon seit dem Interview. Um Kettenrüstung für meinen Jäger herzustellen, brauche ich den Beruf Lederverarbeitung, oder? Weil es bei Schmiedekunst auch Ketten-Items gibt, du kannst mit Schmiedekunst als auch Lederverarbeitung Ketten-Items herstellen, aber eigentlich ist Kettenrüstung über Lederverarbeitung herstellbar. Die Ketten-Items von Schmiedekunst sind eigentlich nur von damals, weil damals der Unterschied war, dass zum Beispiel Plattenträger erst ab einem gewissen Level halt Platte tragen konnten und davor nur Kette. Gibt es einen Beruf, der Bögen baut? Bögen glaube ich gar nicht. Schusswaffen, ja, bei Ingenieurskunst. Oder wäre vielleicht Ingenieurskunst die bessere Wahl? Oder halt sowas wie Alchi oder VZ? Ich meine, im Endeffekt musst du selber wissen, was du für Berufe wählen möchtest. Jetzt können wir uns hier mal kurz Dungeon nebenbei anmelden. Was du für Berufe wählen möchtest, gerade mit Dragonflight haben da Berufe natürlich wieder den Vorteil, dass man sich wirklich dann Gear herstellen kann, das für den Charakter dann später relevant ist. Das heißt, da lohnt sich natürlich dann auch, wenn man diese Berufe geskillt hat, aber da gibt es wahrscheinlich eh wieder das, wie halt jetzt aktuell, wo du halt sagst, ja, ich skill halt irgendwie nur in dem Addon halt, muss halt die vorigen Addons nicht geskillt haben und dann kann man da wahrscheinlich wieder ganz normal mit dem Gear oder das neue Progression-System für das Crafting-Stuff halt ausprobieren. Spekuliere ich halt mal persönlich, werden sie sicher noch in den Blue Post schieben, wo man das dann genauer sieht. Deswegen, ich würde da eher so auf Gear-Stuff gehen. Ich meine, natürlich, es ist halt schon ein Vorteil, wenn viele Leute verschiedene Sachen machen. Das bringt einen halt schon noch mal ein bisschen weiter nach vorne, wenn man da viel Auswahl hat und wenn man jetzt irgendwie der Einzige ist. Ich bin der Einzige, der jetzt, Ingenieurskunst hat und dann kann ich halt da die Mega-Waffe bauen oder so irgendwas. Ich meine, da wird es dann sicher noch eine Überarbeitung von vielen Berufen geben, was welcher Beruf herstellen kann. Ziemlich sicher, weil Inschriftenkunde hätte gerade gar keinen Platz irgendwie in diesem neuen Berufesystem. Deswegen sehr gespannt, was sie mit solchen Berufen dann aufführen. Aber das werden wir erst sehen, wenn die Alpha kommt. Und zum Thema Alpha natürlich auch gerade brandaktuell, denn es sieht so aus, als würde die Alpha langsam gepusht werden. Wir haben von den Dataminern bereits gesehen, dass jetzt intern von Blizzard selber die Alpha gestartet ist. Das heißt, sie haben ja selber schon alles ready gemacht. Das scheint also schon ganz stark danach, als würden sie das Soon-TM auch für die, mehr oder weniger für ausgewählte Leute halt zugänglich machen. Ich hoffe mal persönlich, dass ich wieder einen Invite kriege. Ob ich einen kriege, weiß ich nicht. Das werden wir dann sehen. Wenn ich einen kriege, werde ich natürlich dann wieder jede Menge Videos drüber machen.
damit wir uns da das Ganze ein bisschen genauer anschauen. Gerade Berufssystem und natürlich das Skill-System interessiert mich persönlich sehr, sehr stark. Und für das Klassen-Skill-System, da haben wir ja generell schon jetzt die ersten zwei Skill-Trees zu sehen. Und das einmal für den Todesritter und einmal für den Druiden. Falls ihr das bisher verpasst habt, könnt ihr euch die, glaube ich, auf Wowhead oder auch in den letzten Blueposts von Blizzard einmal ansehen. Da sind halt die jeweiligen Skill-Trees schon mal erklärt für den Druiden in allen vier Spezialisierungen, als auch für den Todesritter. Todesritter habe ich mir jetzt nicht persönlich angesehen, weil es halt nicht so eine Klasse ist, die ich jetzt irgendwie mega fühle, beziehungsweise wo ich mega klarkomme drauf. Ich habe mir mal Druide, gerade Feral Druid, ein bisschen genauer angesehen. Es sah sehr, sehr interessant aus persönlich. Natürlich, was jetzt viele enttäuschen wird, ist, man muss halt manche Talente skillen, die vorher Baseline waren. Das habe ich schon, glaube ich, in einem der letzten Videos mal gesagt. Es ist halt was, was wahrscheinlich sehr viele Leute triggern wird, wenn wir jetzt den Druiden hernehmen, weil wir ihn halt gerade schon gesehen haben als Beispiel. Beim Druiden ist es zum Beispiel so, der Feral Druid muss sich zum Beispiel dafür entscheiden, dass er halt einen Stun skillt. Also entweder Mighty Bash oder halt auch Zerfleddern. Das ist ein Skill, den ich auswählen muss. Das gleiche gilt für Rip. Ich muss in dem Baseline, also nicht im Feral Tree, sondern in dem Baseline Klassen Tree, muss ich einen Skillpunkt verteilen, dass ich eine Blutung, also die größere Blutung besitze, also einen Kombo-Punkt Finisher als Bleed. Das heißt, das sind halt Sachen, die muss man nachher reinskillen, aber das ist jetzt nicht allzu dramatisch. Ich persönlich finde das jetzt nicht so schlimm, weil das war irgendwie klar, dass sie solche Sachen dann reinballern. Soll ja ein System sein, was für die Zukunft dann halt auch irgendwie relevanter bleibt und wo sie dann halt neue Sachen hinzufügen können, wenn es halt dann sein sollte. Jetzt rein für den Feral Tree selber, also jetzt, das war der allgemeine Tree, da kann man dann so Sachen skillen wie als Druide Cyclone zum Beispiel ist drinnen oder halt, ich weiß auch nicht, ein Kick, da kann ich auch in allen Druidenformen Kick haben, zum Beispiel auch der Heal Druide kann in Zukunft dann wieder Schädelstoß skillen und kann dann gerade in Arena oder Mephiblos und Co. kann halt helfen, Sachen zu unterbrechen, was er vorher in dem Sinne nicht konnte, was natürlich sehr, sehr nett ist, was ich persönlich sehr, sehr feier. Und ich bin gespannt, ob das für die anderen Klassen dann genauso ist, dass man sich da dann mitentscheiden kann, dass man solche Abilities dann halt irgendwie mittragen kann in den verschiedenen Content. Beim Feral fand ich es auch noch sehr interessant dann im Spezifischen, also im Spectree selber drinnen, also was jetzt nur für Feral dann ist, fand ich sehr interessant, was man da alles skillen kann, ehrlich gesagt. Du kannst eine Kombination aus so vielen Dingen zusammenspecken. Gerade aktuelle Legendary-Effekte oder aktuelle Talente, die wirklich cool sind, oder zum Beispiel der Set-Boni und so weiter, den wir jetzt momentan gerade haben, da sind sehr, sehr viele Dinge dabei, die wir halt dadurch gerade erst kennengelernt haben und worauf ich wirklich, wirklich hyped bin. Da kannst du dann so Sachen haben wie, generell, du hast mehr Energie als Karzis. Momentan das Legendary, dass ich halt zusätzlich Energie habe. Wir haben Sachen, dass jedes Mal, wenn ich einen Freicast-Brock habe, kriege ich halt eine Menge an Energie zurück. Das dürfte generell Leuten helfen, die sich zum Beispiel mit der Klasse Feral, würde ich jetzt generell als eine der Klassen betrachten, die jetzt ein bisschen schwieriger vom Playstyle her sind, weil es ein bisschen mit Snapshot und Co. zu tun hat. Aber overall erleichtert das halt für den Casual-Spieler auf jeden Fall ein bisschen das Gameplay, was ich sehr, sehr willkommen heiße wahrscheinlich für viele Leute oder was viele Leute halt persönlich willkommen heißen im Spiel. Dann haben wir sehr viele Fun-Talente, sehr viele Kombinationen, die man zusammenstellen kann. Wie gesagt, wir haben halt solche Talente wie, deine Bleeds ticken schneller einfach, wie das Legendary momentan. Deine Bleeds ticken um 25% schneller. Du kannst aber trotzdem den Schwarm von Maldraxxus skillen, du kannst trotzdem Convoke skillen, du kannst halt, du kannst Berserkers, du hast drei verschiedene Richtungen und kannst zum Beispiel deinen Berserkers, also deinen Big Cooldown, kannst komplett weiter ausbauen. Du kannst sogar alle drei von diesen Erweiterungen für Berserker skillen. Das ist dann sowas wie, wenn ich Berserker aktiviere, dann, dann kommt halt vom aktuellen Set-Boni der Bleed auf alle Gegner. Dann gibt's noch ein, meine Bleeds ticken schneller während Berserker. Dann gibt's noch ein, dass wenn ich Berserker anmache, dann kriege ich die ganze Zeit Combo-Punkte zurück und so. Das heißt, du kannst deinen Big Cooldown dann einfach noch weiter ausbauen und den halt richtig eskalieren lassen, was halt wirklich, wirklich eine coole Addition ist zum Spiel. Also gerade was Druide angeht, sehr, sehr coole Sachen mit dabei. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es halt dann bei Paladin und Co. aussieht. Ob ich da halt ähnliche Möglichkeiten habe, dass ich sage, ich kann irgendwie auf Sustain Damage gehen, ich kann irgendwie auf AOE Damage gehen oder sonst irgendwas. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Weil der Druiden-Skill-Tree sieht schon sehr, sehr geil aus. Ich muss mir dann noch spezifischer den Frost-Todesritter-Tree ansehen. Das ist noch was mich ein bisschen mehr interessieren würde. Und dann schauen wir da natürlich, dass wir da auch noch ein bisschen drüber reden können. Aber ich denke, dass das Skill-System ein sehr, sehr cooles System für viele sein wird. Also gerade für mich. Ich weiß, dass halt viele wieder drüber memen werden, logischerweise, weil halt die ganzen Talente drinnen sind, die man halt schon kennt und so. Und das ist dann halt wieder so ein
Aber das kenne ich schon, ich würde gern was Neues haben, aber dann ist wieder das Problem, du kannst einer Klasse nicht irgendwie 10 neue Buttons geben auf einmal, nur damit es sich halt interessant anfühlt, sondern du musst es irgendwie halbwegs gleich halten. Und ich finde das Klassendesign, wie es aktuell ist, finde ich nicht bad. Ich glaube, die einzige Ausnahme an Klasse, wo ich wirklich ein bisschen Überarbeitung reinstecken würde, wäre der Arkanmagier. Warum? Weil der Arkanmagier legit seit Burning Crusade exakt gleich ist. Da hat sich nie mehr irgendwas getan. Es kamen mal diese Orb-Aufladungen dazu, die jetzt auch nicht gerade große Relevanz haben, diese Aufladungen, weil ob ich jetzt, wenn wir es mit Burning Crusade vergleichen, da gibt es halt einfach nur diesen Stack, das heißt, jedes Mal, wenn ich Arkanschlag benutze, dann habe ich einen Stack mehr. Und dieser Stack sorgt dafür, dass ich halt mehr Mana verbrauche und dass mein Arkanblast mehr Damage macht. Das ist genau das gleiche wie jetzt mit den Orbs. Nur, dass es vorher ein Debuff war, jetzt wird es im Interface als Orb angezeigt. Das heißt, der Arcane Mage ist halt einfach komplett gleich. Ich weiß, viele werden dann sagen, so Beastmaster und sowas, aber Beastmaster ist jetzt nicht schlecht. Er ist ein sehr simpler Spec, aber er ist halt overall nicht schlecht. Finde ich sogar sehr gelungen, ehrlich gesagt. Bei mir ist es wirklich einfach nur der Arkanmagier, der einfach schon viel zu lange einfach viel zu gleich geblieben ist, wo sich halt nie mehr irgendwie großartig was verändert hat, wo ich mir sehr gerne wünschen würde, dass sie da noch ein bisschen drüber arbeiten würden. Deswegen auf jeden Fall mal gespannt bleiben, was da dann in Zukunft noch dazukommt und ob sie jetzt vielleicht alle ein, zwei Wochen mal für die restlichen Klassen das posten werden. Wäre cool nämlich, wenn sie jetzt sagen würden, sie würden das jetzt irgendwie über die nächsten drei, vier Wochen alle Klassen posten. Dann wären wir nämlich gleich mal so weit, dass sie halt dann ready sind für Alpha, weil jetzt sammeln sie ja, sie haben ja schon von Anfang an gesagt, das sind ja keine finalen Trees, sondern sie sammeln das Feedback. Ich finde es auch sehr gelungen, wie sie das aufgebaut haben, weil sie haben natürlich auch dazu geschrieben, zum Beispiel, das sind die Talente, die kommen, das ist das, was die Talente machen. Dann haben sie noch so eine schöne Beschreibung gegeben, was die Base-Abilities deiner Klasse sind, also wie deine Base-Rotation aussieht und so weiter. Das finde ich sehr, sehr gut, dass sie sich da so eine Mühe gemacht haben. Das war nämlich sogar meine Empfehlung, glaube ich, auch, was ich gegeben hatte, dass sie da auf jeden Fall schauen, dass sie das mehr als genug ausweiten, damit da die Leute nicht zu verwirrt sind, wie dann die Klasse schlussendlich funktioniert. Aber obwohl habe ich bisher eigentlich nicht wirklich viel Schlechtes drüber gelesen, sondern eigentlich ziemlich viel positives Feedback drüber, bis auf halt, wie gesagt, dass man manche Sachen skillen muss, die man halt jetzt in dem Sinne momentan schon Baseline mit drin hat, aber gut, das haben wir dann halt immer. Es kommen ja trotzdem neue Sachen mit dazu. Das finde ich also schon mal sehr, sehr faszinierend und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergeht dann in Zukunft und was wir da dann noch sehen werden jetzt dann. Gerade Berufe. Ich würde gerne Deep Dive in die Berufe schon haben, aber ich glaube, das wird sowas sein. Da werden sie wahrscheinlich nur so einen Blue Post rausballern und da werden wir uns das wahrscheinlich selber ein bisschen in-game alles ansehen müssen. Aber bin ich auf jeden Fall schon mal gespannt. Ich springe hier mal runter, sonst kriege ich hier nämlich ein bisschen den Schädel eingehauen von den Guten hier. Der Magier hat sich auch schon komplett um die DPS hier. Der ist eher Kane, das ist eh gerade beste Beispiel. Jo, Harlands Schultern haben wir am Start. Ansonsten war es das eigentlich für, ja, würde ich mal sagen, für Dragonflight Force. Da haben wir sonst momentan nicht mehr allzu viele neue Informationen bisher bekommen. Da kommen, wie gesagt, wahrscheinlich noch die Blue Posts nächsten Wochen immer wieder für Talente und da werde ich dann immer schauen, dass wir da noch ein bisschen weiter drauf eingehen, auf die jeweiligen Talente, die dann noch dazukommen, dass wir da halt schauen können, dass ihr da immer up to date seid, weil das ist natürlich ein sehr interessantes Thema, glaube ich, für viele, dass ihr da irgendwie, ja, wisst, was eure Klasse dann in Zukunft macht und so. Ich werde auf jeden Fall wieder so Videos machen wie zu Battle for Azeroth, glaube ich, was? Oder was? Legion? BFA oder Legion? Habe ich so Videos gemacht, wo ich halt gezeigt habe, was ich getan habe zwischen den Klassen. Da bin ich bis heute noch verwirrt, weil viele Leute haben das für Guides gehalten, für Klassenguides, aber das war halt nur, um zu zeigen, wie die Klassen schlussendlich halt sich verändert haben, was Neues an den Klassen. Das war im Endeffekt das ganze Video damals, war das kam irgendwie bei vielen Leuten irgendwie falsch rüber. Ich weiß es nicht, aber nur, dass es jetzt schon mal in Zukunft wisst, das sind dann Videos, die zeigen halt nur, was sich geändert hat. Aber wie gesagt, nur sofern ich halt einen Invite kriege, das werden wir dann sehen, wie das aussieht. Ansonsten, ich habe mir noch die Notizen gemacht für Themen, die interessant sein können, beziehungsweise in den Kommentaren hat auch einer gefragt, was Rendern ist. Fand ich auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich kann es kurz für den Laien zu erklären, sagen wir so. Rendern, ich meine, es hat eh schon in den Kommentaren beantwortet auch, aber ich dachte mir, es ist interessant so fürs Video nochmal für den einen oder anderen, um das nochmal zu erläutern. Im Endeffekt ist Rendern nichts anderes als das Zusammenfügen vom fertigen Produkt, also in dem Fall dem Video. Weil du hast ja immer ein Video besteht aus mehreren Parts oder eventuell sind auch gewisse Sachen da drin halt editiert, je nachdem was halt rein muss in das Video, umso aufwendiger natürlich das Video. Umso länger dauert dann schlussendlich auch der Renderprozess. So, wunderbar, haben wir schon wieder einen Dungeon fertig, ja?
umso länger dauert dann auch der Renderprozess, kann man sich vorstellen, wie mehrere Leisten. Also wie zum Beispiel die Leiste ganz oben ist dann zum Beispiel das Bild, das ist jetzt das Spiel in dem Sinne. Dann hast du die nächste Leiste, das wäre dann zum Beispiel meine Kamera. Das heißt, wenn ich die Kamera einzeln aufnehmen würde, was ich in dem Fall nicht mache, aber dann könnte man zum Beispiel die Kamera da hinzufügen, kann ich sie irgendwo hinpacken, wo ich sie gerade hinpacken will und dann kann ich das halt selber justieren, wie ich das gerade in dem Sinne haben will. Schauen wir mal, ob die gerade noch einen Dungeon laufen wollen, dann bleiben wir nämlich hier dabei, ansonsten machen wir gleich was anderes. Hier, oh, das specken wir gleich mal. Die wollen anscheinend sogar noch einen Dungeon machen. Wobei, da hat ja gerade gar nicht jeder ausgewählt, oder? Bin ich verwirrt? Ne, aber mein, ich sehe nur zwei Leute akzeptieren, aber anscheinend hat es funktioniert. Jo, Gnomeregan, war ich ewig nicht mehr. Dann hast du halt das Bild, dann hast du halt den Ton zum Beispiel, eine Tonspur mit dabei, dann kann ich sagen, ich kann in der Tonspur Sachen anpassen, ich kann zum Beispiel Wörter zensieren, ich kann irgendwie die, wenn irgendwie Geräusche drinnen sind, die jetzt irgendwie nicht drin sein sollen, kann ich schauen, dass ich die irgendwie rauskriege oder sonstiges. Das sind halt immer Sachen, die man dann schlussendlich beim Rendern macht und oder beziehungsweise beim Editieren macht und beim Rendern ist es dann dieses Zusammenfügen aus allem in ein fixes Video. Das heißt, wenn ich das dann alles, die ballern aber ordentlich, du. Wenn ich das dann alles einmal zusammengefügt habe, was tickt denn hier? So der Debuff tickt so derbe von dem. Der hat keine Ahnung, was für ein Debuff drauf hier. Diese Krankheit einfach. Die Krankheit schallert rein, du. Haben die den Slow voll geholt? Die haben sich den Slow voll geholt. Ich krieg keinen? Okay, dann springe ich einfach hier drauf. wenn ich keinen Slow voll krieg, dann gehen wir halt einfach so rein. Stellen wir hier mal kurz einen Stun auf und die DPSen hier ganz kurz mit rein. Und dann hast du halt diese mehreren Spuren quasi an Stuff, den du halt im Video haben willst und das wird dann alles zusammengefügt quasi, alle diese Spuren werden dann zusammen in eine Spur gefügt und das ist dann das finale Video. Das Video wird natürlich auch dann noch komprimiert, das heißt die Dateigröße wird verkleinert, Dateigröße verkleinern geht aber immer aufgrund von Qualitätsverlust logischerweise, weil er muss ja irgendwas, muss ja weg im Video, damit er es halt verkleinern kann. Da geht es aber dann schon zu sehr rein. Ich meine, ich kann das kurz erklären, das ist im Endeffekt, wenn in einem Bild zu oft derselbe Pixelverlauf ist, dann merkt er sich quasi nur die Stellen, wo zum Beispiel die gleichen Pixel sind in dem Sinne und dann muss er sich nicht das ganze Bild an sich merken. Das heißt, er muss sich immer nur merken, wo dann die neuen Bilder anfangen, also der Frames nennt man das halt, also ist halt jedes Ding ist halt dann aus mehreren Frames, also da kommen wir dann zu FPS, also Frames per Seconds und so weiter und dann habe ich halt, zum Beispiel 60 Frames und dann kann ich dann durchgehen in dem Sinne und kann halt jeden Frame einzeln schauen, wo sich halt dann schaut das Programm halt, wo sich gerade was verändert hat in dem Falle und dann dann wird das halt zusammen komprimiert und dann wird sich halt die einzelnen Stellen davon gemerkt und damit hat es das Programm noch mal ein bisschen leichter, weil es kann die Dateigröße dadurch halt extremst verkleinern und das ist natürlich sehr sehr nice und da gibt es halt verschiedene Codecs und so weiter, mit was du das machen kannst und in was für Formaten und so weiter, aber ich glaube, ich habe da gerade zu viel ausgeholt. Ansonsten, wie gesagt, zu den Hunter Pets nochmal. Bei den Hunter Pets hatte ich schon einiges aufgenommen, also wirklich einiges. Da haben wir nämlich in BFA habe ich angefangen, dass ich mit meinem Hunter nämlich zahlreiche der einzigartigen Pets sammle, vor allem die ganzen Spirit Beasts und irgendwie generell Pets, die halt einzigartig eingefügt wurden, nur für Hunter zum Zähmen. Da gibt es ja zahlreiche mechanische und Geisterbestien und ich weiß nicht was alles, irgendwie diese Firelands-Pets und so weiter. Da gab es ja richtig viel in Gnomeregan zum Beispiel. Hier gibt es auch so einen Secret-Hund, den man sich holen kann und so Stuff. Da gibt es halt richtig viele Pets und vielleicht meist einmal so ein komplettes Kompendium einfach, irgendwie so Hunter-Pet-Kompendium wie halt Petopia, nur als Videoformat, wo wir mal so die selteneren Pets einfach reinballern, damit ihr seht, wie man die dann schlussendlich holen kann. Das finde ich auf jeden Fall eine coole Idee. Deswegen werden wir mal schauen, dass wir das weitermachen. Ansonsten momentan haben wir ja das große, große Kritik und große, große Drama-Thema rund um Diablo Immortal. Ich weiß nicht, warum das auf einmal kam, aber Leute sind auf einmal komplett schockiert, dass es halt Pay-to-Win ist. War mir irgendwie von Anfang an klar, mir kam auch vor, das wurde erwähnt oder so, ich weiß es gerade nicht, keine Ahnung, soll jetzt keine Verteidigung oder so sein, mir ist das ziemlich egal. Fit overall, es ist ein cooles Spiel, es ist halt blöd, dass es halt so zum Reincashen ist, wenn man halt wirklich, wenn du jetzt sagst, das ist das Game, was du jetzt unbedingt suchten willst oder so, dann kommst halt nicht drum rum, dass du reincashst, gerade mit dem ganzen Edelsteinsystem und so weiter. Ich für mich persönlich, ich finde es jetzt nicht so tragisch, ich habe mir da jetzt den Battle Pass oder so gekauft und bin jetzt irgendwie, glaube ich, Paragon 10 oder so irgendwas und spiele das halt, weil ich einfach großer Diablo-Fanboy bin, aber ich habe jetzt nicht wirklich vor, dass ich da jetzt Geld ausgebe, weil ich
für mich ist das halt ein Game, das spiele ich halt nebenbei, das ist so ein Casual-Game. Ich habe kein Interesse halt, dass ich da auf der Ladder keine Ahnung wie push und dafür brauche ich das halt alles nicht. Sondern ich mache da also mein Daily-Stuff, ich mache da halt irgendwie so ein bisschen den Grind-Stuff, den man halt so als Diablo-Spieler halt kennt. Das ist einfach dieses Reingrinden und das war's dann mehr oder weniger für mich. Mehr setze ich mich damit nicht auseinander. Es ist halt ein Handy-Game, die ganze Aufregerei wird halt, denke ich mal persönlich, nicht viel Unterschied machen, weil das, was viele Leute immer vergessen ist, das, was du im Internet siehst, die Leute, die sich aufregen und so weiter, das ist so ein derart kleiner Prozentsatz, dass es einfach so irrelevant ist. Du schaust, was nicht, Metacritic oder so irgendwas, oder wie diese Seite heißt, wo die Leute immer den Staff bewerten und so, waren, glaube ich, irgendwie, war mit 0,5 irgendwie mega weit unten und dann schaust halt, haben irgendwie 2.500 Leute gewotet. 2.500 Leute, das Game wurde allein im Vorbestellt oder im Pre-Download-Ding, glaube ich, 30 Millionen Mal runtergeladen. Das ist nicht mal ein Prozentsatz halt. Also man vertut sich da immer sehr stark, weil du musst sagen, der große Part, der diese Games konsumiert, der ist ja nicht im Internet unterwegs. Wenn man jetzt selber schon irgendwie Games spielt und dann auch auf YouTube Content zu den Games schaut und auf Twitch vielleicht auch noch Content drüber konsumierst, dann gehörst du schon zu so einem derart kleinen Prozentsatz, das glaubst du nicht. Das siehst du ja auch bei Games wie zum Beispiel FIFA und Co. immer. Das ist halt, da gibt es zum Beispiel auch schon Meme-Videos, wenn ihr das mal noch nicht gesehen habt, wo sie halt vergleichen, zum Beispiel der Unterschied zwischen den FIFA-Teilen oder NBA-Teilen oder was weiß ich, was es alles für Sportgames gibt. Und großen Teil ist es einfach nur Copy-Paste mit halt neuen Namen und halt neuen Packs, die du öffnen kannst. Leute regen sich immer mehr drüber auf, dass sie halt irgendwie mehr Zeit rein investieren sollen, aber im Endeffekt passiert halt nichts und das Game verkauft sich von Jahr zu Jahr zu Jahr immer mehr und mehr und mehr. Das ist halt das Ding, das ist halt so ein Missverständnis, was man hat, weil man halt immer sieht, ja, aber es sagen doch alle, das ist ja immer das große Ding mit dem, es sagen doch alle, dass es kacke ist und alle sagen, dass das und das ist und so weiter, aber im Endeffekt ist das halt wirklich immer nur ein kleiner Prozentsatz, was natürlich schade ist, aber wie gesagt, für mich persönlich ist das jetzt nicht so tragisch, vorerst, jetzt kommen wir zum großen Aber, vorerst ist nicht so tragisch, warum vorerst, Flo? Und zwar, mir ist zwar egal, dass es in einem Handy-Game drinnen ist, weil das ist halt einfach der Handymarkt, der sieht halt einfach so aus, aber ich will das auf keinen Fall in Diablo 4 sehen. Ich glaube persönlich nicht, dass sie den Schritt wagen würden, dass sie sowas machen, aber man weiß ja nie quasi, was halt, das ist ja dann keine Dev-Entscheidung, sondern das entscheiden ja dann die ganzen Marketing-Fuzis und so weiter, die sich da dann drüber den Kopf zerbrechen. Aber wie gesagt, das ist jetzt, ich hoffe eher, dass es in Diablo 4 nicht drinnen ist, weil Diablo 4 ist wirklich das Game, worauf ich mich seit Jahren am meisten freue seit der Ankündigung. Oder generell, ich bin bei weitem mehr hyped auf Diablo als auf Warcraft, als WoW-Addon oder sonst irgendwas. Da bin ich auf jeden Fall schon mega mit dabei, deswegen sehr, sehr gespannt. Aber das sollte man auch nochmal distanzieren. Und jetzt kommt wahrscheinlich was einige sehr triggern wird, meine Aussage. Und zwar, ich habe absolut nichts in dem Game gegen Kosmetik-Sachen, die man sich kauft. Selbst in WoW. Mir ist das so egal, ob da jetzt 100 Mounts im Shop sind. Das spielt für mich keine Rolle, solange es spielerisch im Game auch noch irgendwas gibt. Und ich so wie zum Beispiel über die WoW-Marke halt die Chance habe, diese In-Game auch zu erspielen. Ich meine, das mit In-Game erspielen muss jetzt nicht sein, aber in WoW hätte ich halt die Chance zum Beispiel dazu. Das soll auch nur nebenbei erwähnt sein. Aber ich mag Cosmetics im Shop. Ich habe kein Problem, wenn das jetzt kosmetische Dinge sind. Das gleiche würde auch gelten jetzt für Diablo 4. Wenn da jetzt irgendwie der Shop voll ist mit irgendwelchen kosmetischen Transmog-Sets, Pets, Mounts oder was es da auch immer alles gibt. Von mir aus spielt für mich keine Rolle. Aber wenn es jetzt um Progression geht, wie halt in Diablo Immortal mit den Edelsteinen und so, das finde ich wieder nicht geil, weil das ist ja dann wirklich wortwörtlich halt pay to win. Ich muss halt reincashen, weil es halt keine andere Möglichkeit gibt, damit ich halt an solche Sachen rankomme. Aber wie gesagt, das werden wir dann sehen. Ich tippe nicht, dass sie bei dem PC-Game auf pay to win setzen würden. Das wage ich eher stark zu bezweifeln. Ich tippe aber trotzdem, dass irgendwelche Art Microtransactions halt drinnen sein werden. Das ist gehört halt heutzutage irgendwie einfach schon dazu. Aber solange sie kosmetisch oder nicht Progression-Natur sind, habe ich wie gesagt kein Problem damit. Bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was sie da ankündigen werden, wenn es denn dann soweit ist für Diablo 4. Das soll ja irgendwann im Laufe anscheinend nächsten Jahres irgendwann kommen. Ich tippe aber wahrscheinlich erst irgendwann Ende nächsten Jahres. Das ist jetzt auch schon in der Alpha intern. Bin gespannt, ob wir da, ich flameshock mich hier hinein, natürlich selber. Ich bin gespannt, ob wir da dieses Jahr irgendwie noch irgendwas hören werden zu. Wäre auf jeden Fall interessant. Es gehen ja so ein paar Gerüchteküche um. Ich meine, wenn ihr das Video seht, dann wisst ihr schon. Aber am 12., ich recorde das gerade am 9., also am 12. hieß es ja, dass eventuell bei der Microsoft-Pressekonferenz irgendwas drüber gesagt wird. Aber ja, wie gesagt, es sind Gerüchteküche. Vielleicht auch wieder alle nur im Lügen.
Das weiß man ja nie. Aber da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ansonsten würde mich auf jeden Fall interessieren, was da eure Meinung zu ist. Aber ich denke, sehr viele haben da eine sehr, sehr kräftige Meinung. Aber wie gesagt, ansonsten, ich enjoy Diablo Immortal immer noch für das, was es halt ist. Hab nicht vor, dass ich da jetzt irgendwie reincash oder sonst irgendwas. Ich spiele das halt ein bisschen. Ist so ein Nebenbei-Game gerade von mir, was ich irgendwie spät abends noch einmal kurz ein paar Farm-Sessions reinballer. Weil, ja, ist ja trotzdem irgendwie, ist wie D3 im Endeffekt halt vom Grinden her. Einfach so ein bisschen Set-Stuff grinden und so Sachen. Und das war's dann für mich schon, weil wie gesagt, Lederplatzierung ist mir halt komplett egal. Da kommst du dir nicht gegen an, wenn du gerade 24-7 spielen kannst. Und dann kommt halt auch noch momentan alles Pay-to-Win-Ding dann nicht dazu. Da bin ich halt eh komplett raus. Ansonsten sehr, 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 sehr solides Game, ehrlich gesagt. Hätte ich für ein Handy-Game jetzt nicht erwartet, aber wie gesagt, ich spiele es auch nicht am Handy, ich spiele es auch nur am PC. Ich glaube mal, das sollte eigentlich hier mehr als genug Statement dazu sein. Ansonsten, wie gesagt, Pad-mäßig bin ich sehr, sehr gespannt. Ihr könnt auch hier noch, wenn ihr das noch nicht kennt, gibt den Robo-Ingenieur Thermadraht, gibt es immer noch als Secret-Encounter. Ich weiß gar nicht, skaliert der jetzt mittlerweile auf 60 hoch? Ich weiß gar nicht. Gibt es als Secret-Boss, wenn man hier reingeht auf Max-Level in Gnomaregan, da ist irgendwo hier auf der linken Seite hinten ein Schalter, dann kann man den umschalten und dann kommt da als Omega-Boss für Max-Level raus. Und dann kann man sich da den, den Gnomen-Timok einmal holen. Da gibt es dann die Lebra-Gnomen, die Lebra-Gnomen-Fiole, das. Ne, ist es das hier? Ne, das ist nicht das, oder? Doch, das ist das. Blödsinn. Das gibt's von dem Boss dann als Belohnung. Da wird man dann zum Lebra-Gnomen. Sehr, sehr nices Ding. Fand ich cool. Das ist so ein cooler irgendwie geheimer Reward halt, wenn ihr irgendwie reingehst. So, jetzt liefer ich mal raus. Wir machen jetzt nicht noch 10 Dungeons mit denen hier. Das ist ein sehr, sehr geiler Reward. Oh, ich war ja mitten in der Höhle hier drin. Oh, oh. Oh, oh. Komplett drauf vergessen gerade. Ansonsten gibt es auch hier zum Beispiel, in Mists of Pandaria gibt es auch zahlreiche Pets, die hinzugefügt wurden, die man sich holen kann. Gerade eins haben wir vorne draußen schon gesehen, als wir gerade vorher draußen außerhalb der Höhle waren. Können wir vielleicht gleich nochmal hinschauen. Wenn wir hier noch ganz kurz die letzte Steinspinne hier kurz erschlagen haben, kommen wir irgendwie dran vorbei, damit wir nicht alles agron, wobei da kommen wir nicht dran vorbei. Vielleicht sollten wir uns ein Erdschild geben. Ja, und den Buff haben wir auch gerade mit 40 Int hier. Da ballern wir gleich bei weitem mehr. Das kriegst du immer, wenn du gerade ein Level abgeballert hast. Und was wir noch kriegen, letztes Mal auch komplett vergessen drauf, das sind die Taschen hier. In den Taschen, da ist ja immer Gear drinnen. Und noch dazu ist es Transmog, weil ich habe vieles von dem Timox-Stuff noch nicht. Gerade als Kette. Das zum Beispiel sind halt so Mist of Pandaria-Sets. Das Witzige ist, ist das hier auch dann? Ne, hier ist es nicht. Okay, das ist nur beim Daily-Beutel anscheinend. Das ist ja witzig. Das ist echt witzig gerade. Das heißt, wenn ich mich, okay, das ist, wenn ich mich, okay, das ist, wenn wer andere queue, dann kriege ich ihn nicht. Das ist komisch, weil auch wenn das kein Mists of Pandaria Dungeon war, habe ich trotzdem Mists of Pandaria Item bekommen, weil ich mich halt selber angemeldet habe und weil es dann die Suche erweitert hat. Das ist sehr interessant zu wissen. Vielleicht kann ich da noch das ein oder andere Set, das mir fehlt, halt voll machen mit Timok, weil das ist halt immer ein garantiertes Item, was man kriegt. Das könnte man sich vielleicht überlegen. Haben wir wieder was Nettes gefunden, du. Falls wir da in Zukunft mal irgendwie reinfarmen möchten. So, jetzt können wir hier einmal rausgehen, bevor wir jetzt mit dem Ding hier fahren, beziehungsweise hier unsere Folge erstmal beenden werden, kann ich euch den hier nämlich noch zeigen. Da gibt es nämlich diese komischen Stacheldinger. Oh, wirf mich nicht raus, ich muss hier selber anklicken. Da gibt es nämlich zum Beispiel, da vorne haben wir ihn vorher schon gesehen, da gibt es nämlich diese Stachel irgendwas, Hutia heißt er. Da ist zum Beispiel Hunter-Pad hier. Diese Kreatur muss zunächst geschwächt werden, bevor sie gezähmt werden kann. Und das sind zum Beispiel, das ist so ein Spirit Beast. Das kann man sich zum Beispiel als Hand da einfach zähmen. Der steht immer hier in Mists of Pandaria, hier oben, überall von Morgenblüte, hier zwischendrin. Da gibt es mehrere von denen. Gibt es zum Beispiel in Rot, gibt es den glaube ich auch noch, in Blau gibt es den auch noch. Die habe ich alle schon damals geholt und alles mal recorded. Und ja, das kann man sich vielleicht dann in Zukunft mal als Video ansehen. Aber jetzt lassen wir es erstmal gut sein. Für den guten Zwerg hier, sieht immer noch sehr, sehr solide aus mit seinem Transmog. Jetzt müssen wir kurz die Fiole wieder wegmachen, aber die Handschuhe matchen gerade nicht mehr rein. Die sind jetzt, das sind jetzt andere Handschuhe, weil ich gerade vorher geupgradet habe, oder beim letzten Mal glaube ich schon. Ansonsten, solides Timok, solide Folge. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch diese Folge wieder gefallen hat. Ja, Däumchen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer ab damit unten in die Kommentare. Vergesst auch nicht mehr auf meinen Social Media Networks folgen. Alle Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.